Der Geist der Gleise. Eine Nachwelt 2018 Geschichte. Schüsse, Schreie, Blut, Chaos. Das Gesicht der Rotärmelfrau neben ihm ist blutüberströmt. Sie geht zu Boden. Er lässt sie hinter sich, stürmt weiter voran. Er brüllt, aber er hat keine Ahnung, was das für Worte sind, die seine Lippen formen. Er schmeckt Blut, weiß aber nicht, ob es seines ist, das seiner Freunde oder das seiner Feinde. Er achtet nicht mehr darauf, ob die kümmerlichen Reste seines Trupps ihm folgen. Er reagiert nur noch, hat sein inneres Tier aus dem Käfig gelassen. Das Schlagen, Stechen und Schießen. Ihre dreckigen Gesichter weichen vor ihm zurück. Meistens. Hin und wieder fällt sein Blick auf eines, dessen Träger sich im selben Blutrausch befindet wie er selbst. Im Bann dieser selbstbeschworenen Raserei, die dazu gemacht ist, die Angst zurückzudrängen, die sich in seinem Inneren immer wieder regt und ihm sagt, hau ab, rette dich, es ist vorbei, der Ivan ist tot, ihr habt es nicht geschafft, dein Plan ist fehlgeschlagen, Versager. Siehst du nicht, wie sie in den Bahnhof strömen und alles niedermachen, was sie sehen können? Ein Hund verbeißt sich in seinem rechten Bein. Er reißt das Sturmgewehr nach oben, lässt es auf den Schädel des Tieres herunterfahren. Das Tier jault auf, lässt aber erst nach einem zweiten Schlag von ihm ab. Es spritzt rot aus der Wunde. Ein Standhafter will die Situation ausnutzen, springt, ein Beil zum Schlag erhoben, auf ihn zu. Rolf reißt die Waffe herum und drückt ab. Das standhafte Gesicht verschwindet hinter einem halbdurchsichtigen, in der Winterkälte dampfenden Blutnebel. Das Beil fällt zu Boden wie in Zeitlupe, aber er kann es nicht auf den Steinen des Bahnhofsvorplatzes aufschlagen hören, weil einer seiner Männer gerade beide Läufe einer Schrotflinte in eine Gruppe von Degenerierten abfeuert. Keiner von ihnen scheint tödlich getroffen zu sein, aber ihr Geschrei sticht für einen Moment aus dem chaotischen Lärm heraus. Der Rotärmel, der geschossen hat, geht zu Boden, als ein Degenerierter ihm von hinten die Kehle durchtrennt, nur um dann mit einem bösartigen Grinsen auf den Lippen auf Rolf zuzuspringen. Das Jagdmesser in seiner Hand schleudert tausende winzige, rote Tropfen durch die Luft, als er wild damit herumwedelt. Rolf schwenkt das Sturmgewehr herum und drückt ab. Klick. Er kann auch dieses Klicken nicht hören, aber das Ausbleiben des Rückstoßes sagt ihm, dass es da sein muss. Es gelingt ihm, dem ersten, wütend von unten geführten Stoß auszuweichen, aber das Sturmgewehr entgleitet dabei seinen Händen und landet neben dem Beil auf dem Schlachtfeld. Er versucht panisch einen Überblick zu bekommen. Seine Augen huschen hierhin und dorthin, lassen seinen Angreifer aber niemals vollständig außer Acht. Aus dem Toben der Schlacht heraus hat sich ein Halbkreis um ihn und den Messermann gebildet. Ist die Schlacht vorbei? Nein, er kann doch nicht wirklich der Letzte sein. Der Messermann lacht und Rolf kann den Dreck auf seinen Zähnen sehen. Jetzt fällt ihm auch auf, dass nicht mehr geschossen wird. Die Reihen derer, die ihn und seinen Gegner eingekreist haben, sind undurchdringlich und die Einzelheiten der Gesichter, die aufgerissenen Augen und die verzerrten Münder vermischen sich zu einem universellen Ausdruck von Blutdurst, Todesgeilheit und Hass. Ein Bild grenzenloser Aggression, die alleine gegen ihn gerichtet ist. Als er nach der Pistole in der Tasche seiner Jacke greifen will, trifft ihn eine Kugel in die rechte Kniescheibe. Sein Bein knickt unter ihm weg und er geht zu Boden. Er fixiert den Schützen. Kein Degenerierter, kein Mann. Ein Mädchen mit bunten Spangen im braunen Haar. Ein grausames Lächeln zerschneidet ihr verdrecktes Gesicht. Dann spannt sie den Hahn ihres kleinen Revolvers erneut. Rolf versucht, sein Sturmgewehr in die Hände zu bekommen, kriecht darauf zu, obwohl er weiß, dass sich keine Kugeln mehr darin befinden. Nur noch wenige Zentimeter trennen seine Finger von der trügerischen Sicherheit der Waffe, als das Mädchen den Arm hebt und erneut abdrückt.
Rolf schreckte hoch. Sein Puls raste. Seit 3 Wochen immer wieder der ewig gleiche, beschissene Albtraum. 3 Wochen, in denen er in diesem Loch festsaß und nichts tun konnte, außer in einem alten, quietschenden Bürostuhl zwischen dem Doppelbett, dem Vorratsraum und dem Kabuff, in dem der Toiletteneimer stand, hin und her zu rollen. Eines von Iwans Notfallverstecken. Er selbst hatte geholfen, es einzurichten. Oh, er wusste, dass es noch mehr davon gab. Verstecke, von denen der Iwan nicht einmal ihm erzählt hatte. Aber das Wissen um dieses hier hatte ihm das Leben gerettet. Er schlug die Decke zurück und erwischte dabei ein paar der leeren Bierdosen, die auf dem edlen Teakholznachttisch gestanden hatten. Der entstehende Lärm verursachte ihm Kopfschmerzen und er fluchte laut. Der Verband um seinen rechten Oberschenkel war schon wieder durchgeblutet. Soweit immerhin war der Traum korrekt. Ein Hundebiss hatte sich entzündet. Ohne die Antibiotika, die der Iwan hier unten gebunkert hatte, wäre er sicher schon längst daran gestorben. Rolf wusste gar nicht mehr genau, wie er überhaupt hierher gelangt war. Irgendwann und irgendwie musste er sich zur Flucht entschlossen haben. Aber das war nicht der Grund, aus dem er so viel trank. Er fand nichts Ehrenrühriges daran, am Leben bleiben zu wollen. Was ihm zusetzte, waren zum einen die Schmerzen in seinem Bein und die der anderen, unwichtigeren Wunden, die er davongetragen hatte, dann das Unwissen, was die Vorgänge über der Erde anging und die verfluchte Untätigkeit, zu der er verdammt war, solange er nicht wieder laufen oder seine von Schnitten und Prellungen übersäten Arme uneingeschränkt nutzen konnte. Aber mit alledem konnte er halbwegs gut zurechtkommen. Nein, was ihm wirklich zu schaffen machte, war die Schuld, die er auf sich lasten fühlte. Vorsichtig wuchtete er sich auf den Bürostuhl, der neben dem Bett auf ihn wartete. Die Bierdose, die er dabei angestoßen hatte, rollte nur träge, was ihm verriet, dass sie wohl doch noch voll sein musste. Er hob sie auf und nahm sie mit ins Wohnzimmer. Es war ihm irgendwie unangenehm, hier zu sein. Es war zu normal, zu sehr wie vor dem Krieg. Ein Sessel und eine Couchgarnitur, eine Stereoanlage mit großen Standlautsprechern, ein großer, flacher Bildschirm, Regale mit Büchern, CDs und Filmen auf DVD. Eine Hausbar in einem hohlen Globus, die er bereits zu 2 Dritteln leer getrunken hatte, während er, ohne wirkliches Interesse, in irgendwelchem Bruckmann-Trash geblättert hatte, bis er über ein Exemplar von Herz der Finsternis gestolpert war und sich dann an Apocalypse Now erinnerte. Das Grauen und der moralische Terror sind deine Freunde. War das wirklich so? Musik und Filme zu konsumieren, hatte er bislang vermieden. Er wollte den Generator nicht anwerfen. Nicht solange vielleicht Feinde in der Nähe waren, die das leise Brummen würden hören können. Zwar war er hier am Ende der Gutleutstraße, Ecke unter Mainanlage, relativ weit vom Hauptbahnhof entfernt, aber trotzdem. Die spärliche LED-Beleuchtung wurde mit Batterien realisiert, von denen es im Vorratsraum noch 100 Päckchen gab und solange diese nicht aufgebraucht waren, würde er kein Risiko eingehen. Er stieß sich mit dem linken Bein ab und rollte weiter zum Vorratsraum. Bescheidenheit konnte man dem Iwan wahrlich nicht vorwerfen. Mit den Lebensmitteln würde eine Familie mindestens 1 Jahr lang zurechtkommen. Mit den Medikamenten und Drogen könnte man ein kleines Krankenhaus oder einen Stall voll Junkies über Wasser halten. Und mit den Waffen und der Munition hätte man... Nun, hätte man die Schlacht um den Bahnhof vielleicht gewinnen können. Scheiße, brüllte Rolf plötzlich in die Leere seines Unterschlupfs hinein. Dann noch einmal, leiser diesmal. Verdammte Scheiße. Er hasste diesen Gedanken, der ihn immer wieder heimsuchte, so wie der Albtraum es tat. Er hätte sich gegen den Iwan durchsetzen sollen. Er hatte die Sachen hierher gebracht, dem Befehl des Russen entsprechend, wie ein braver Soldat.
wie ein dummer, folgsamer Hauptmann, obwohl er genau gewusst hatte, wie schlecht es um die Bewaffnung seiner Rotärmel stand. Als dann die Armee aus Degenerierten und ihren Verbündeten aufmarschiert war, wäre vielleicht noch Zeit gewesen, sie zu holen. Ein paar Männer, die unentdeckt durch die Tunnel marschierten und mit den Waffen in den Bahnhof zurückkehrten, hätten vielleicht das Züglein an der Waage sein können. Aber der Iwan war dagegen gewesen. Hatte nichts von seinen Schätzen opfern wollen, hatte sein übliches Gebrüll losgelassen und Rolf hatte sich dem Willen seines Anführers gebeugt. Wieder besseres Wissen. Gutes Hündchen. P9, P12, MP5, MP2A1 und MP7, manche davon mit aufgeschraubtem Schalldämpfer, Garand M1-Karabiner, G36, alte G2, G3 und G22, DM51-Handgranaten und Rauchgranaten. Und das war nur der militärische Teil des Arsenals. All das und Unmengen an Munition, sogar kugelsichere Schilde und Westen. Er rollte an den Waffenregalen vorbei und griff sich eine eingeschweißte Packung Zwieback und eine Dose mit in Sahne eingelegten Heringen. Zurück in dem schmalen Gang hielt er inne. Schreie, weit weg und verhallt. Dieses Versteck war zwar unterirdisch angelegt, aber am Ende war es eben doch nur ein umgebauter Keller und kein echter Bunker. Belüftet wurde es durch den Generatorraum und nicht etwa durch ein aktives Filtersystem oder so etwas. Einfach nur ein paar Schläuche, die durch ein Loch in der Decke in die darüber liegende Wohnung führten. Er selbst hatte damals die Fenster dieser Wohnung zertrümmert, damit die Abgase entweichen und frische Luft hereingelangen konnte. Die Schallwellen wurden durch die Rillen und Windungen der Schläuche verzerrt, das wusste er, aber das machte das Geschrei nicht weniger schrecklich. Es war eine Frau, die da schrie, und sie schrie lange. Er hatte keine Ahnung, was die Wichser mit ihr anstellten. Irgendwann steigerten sich ihre Schreie in einem höllischen Crescendo, und dann war es vorbei. So etwas kam mehrmals am Tag vor, und es machte ihn jedes Mal entweder aggressiv oder deprimierte ihn, je nach Grundstimmung und Alkoholpegel. In den ersten Tagen hier unten hatte er sich an Iwans Amphetaminvorräten bedient. Er hatte nicht schlafen wollen vor Angst und in diesem chemischen Handlungswahn hatte er bereits seine Fluchtausrüstung zusammengestellt. Rucksack, Waffen, Kleidung, leichte kalorienreiche Nahrung. Das hatte ihm geholfen, mit seiner Situation klarzukommen, ihm die Illusion einer Zukunft gegeben, an die er sich klammern konnte. Jetzt musste er nur noch warten, bis es ihm wieder besser ging, bis er aktiv werden konnte. Nachdem er Zwieback und Hering in sich hineingestopft hatte, bis in seinem Magen kein Platz mehr war, kümmerte er sich um sein Bein. Rolf wickelte den Verband vorsichtig ab und untersuchte und reinigte die Wunde. Ob sie an der Luft besser heilen würde? Möglich, aber er wollte kein Risiko eingehen. Er wusste schon, was hier für Keime herumschwirrten. Gustav wäre jetzt eine echte Hilfe gewesen. Wie es wohl Schütze und Wanda und ihrem kleinen Schützling ergangen war. Sie hatten den Frieden in Iwans Lager empfindlich gestört, aber dennoch hatte er sie respektiert. Sicher waren sie tot wie all die anderen. Die Rotärmel, die Versehrten, alle. Einen Seufzer unterdrückend legte er einen neuen Verband an und nahm das Brennen der Salbe in der Wunde hin, wie eine Strafe, die ihn völlig zurecht ereilte. Rolf hatte nur eine Maschinenpistole mit aufgeschraubtem Schalldämpfer und drei Magazine mitgenommen, als er, noch vor Sonnenaufgang, den Keller verlassen hatte und zum ersten Mal seit 5 Wochen wieder frische Luft atmete. Er wollte ja vorerst nur nachsehen, was passiert war, nur sehen, wie die Lage war, sagte er sich,
So, als ob es noch eine Lage oder so etwas geben würde. Sein Bein tat immer noch weh, aber die Wunde war schon seit 3 Tagen nicht mehr aufgebrochen und er hatte es einfach nicht mehr ausgehalten in dem muffigen Kellerloch. Wenn man ihn in dieser Nacht gefragt hätte, warum er sehen wollte, was am Hauptbahnhof passiert war, nachdem er geflohen war, hätte er keine Antwort darauf gewusst. Die meisten anderen Menschen hätten versucht, so weit wie möglich von diesem Ort wegzukommen, zu irgendeiner Siedlung, in der einen niemand kannte, zu irgendeiner Siedlung mit hohen Mauern drumherum. Rolf nicht. Vielleicht, weil er zu viel investiert hatte in das Lager und die Menschen. Vielleicht, weil er nicht mehr ganz richtig im Kopf war. Vielleicht, weil hier seine Heimat gewesen war. Seine Nachkriegsheimat. Und vielleicht auch, weil er sich verantwortlich fühlte für den Fall des Bahnhofs. Vielleicht war das auch der Grund, aus dem er sich bei diesem ersten Streifzug keine besondere Mühe gab, unentdeckt zu bleiben. Er ging zwar langsam und leise, aber ungebeugt und mitten auf der Straße, die entsicherte MP im Anschlag. Er wollte es nur sehen, was genau aus dem Bahnhof geworden war. Und als er es sah, wünschte er sich, er hätte keine Augen mehr. Anders als die meisten Fahrzeuge hatten sie die Toten der Schlacht nicht weggeräumt. Sie hatten sie aufgestellt, überall auf dem Bahnhofsvorplatz. Sie zu perversen Kunstwerken verarbeitet, gepfählt, an den metallenen Galgen längst erloschener Straßenlaternen aufgehängt. Jemand hatte ein ganzes Kamasutra aus Leichen nachgebildet. Die nackten, kopulierenden Toten bildeten eine Gasse, die auf den rußgeschwärzten Haupteingang des Bahnhofs zuführte. Eines der Autowracks, das den Angreifern in der Schlacht als Deckung gedient hatte, fand jetzt Verwendung als Podest. Als Podest, auf dem sie den Hundemeister und seine gefallenen Mistviecher aufgestellt hatten wie eine verdammte Heldenstatue. Die Tiere hatten etwas in ihren Mäulern und der Hundemeister hatte etwas in der Hand. Aber auf diese Entfernung konnte Rolf nicht genau erkennen, was es war. Er wappnete sich gegen den Verwesungsgestank, als er mit einem Mal doch geduckt und vorsichtig näher heranschlich. Rolf merkte aber bald, dass er das nicht zu tun gebraucht hätte. Die Kälte und der langsam wegtauende Schnee kühlten die von Tierbissen übersäten Körper und verlangsamten ihren Verfall. Auf der anderen Seite des Platzes konnte er Bewegung erkennen. Eine Patrouille. 3 Mann, wenn er es richtig sah. Sie waren also noch hier, hatten sich bereit gemacht, festgesetzt, eingenistet. Die kranken Arschlöcher hatten ihn noch nicht bemerkt, und Rolf zog sich vom Platz zurück. Er musste nachdenken. Als er die schwere Eisentür wieder hinter sich verriegelt hatte, hatte er Seitenstechen und hechelte leise. Die Zeit, in der er sich hier versteckt und gesoffen hatte, hatte ihren Tribut gefordert. Er rümpfte die Nase. Beim nächsten Mal würde er den Eimer mit nach draußen nehmen. Dann legte er seine Waffe und seine Jacke ab und hüllte sich in die dicke Decke, die er hier unten stets verwendete, um den Ölverbrauch seiner Lampen in Grenzen zu halten, obwohl Ivan auch davon massig aus dem Lager abgezweigt hatte. Die ekelhafte Leichenkunst der Degenerierten hatte ihn ganz schön aus der Bahn geworfen. Anfangs hatte er den Berichten von Schütze und Wander nicht geglaubt, was die Verdrehtheit und die pure Bosheit dieser Irren anging. Ivan war auch nicht gerade zimperlich mit seinen Gegnern umgegangen und auch nicht mit seinen eigenen Leuten, und Rolf hatte kein Problem damit. Die Welt hatte sich eben verändert.
aber die Gewalt, die der Iwan ausgeübt hatte, war wenigstens in den meisten Fällen zielgerichtet gewesen. Was die Degenerierten hier taten, das war... Er horchte auf. Wieder verhallte Schreie von irgendwo da draußen. Diesmal war es ein Mann. Mit einem schnellen Blick vergewisserte er sich, dass die Tür auch wirklich verriegelt war. Er bemerkte, dass er sein verwundetes Bein nun doch wieder schonte, als er in den Vorratsraum ging und sich dann mit 3 Dosen elendsalziger Wurst aufs Bett fallen ließ und aß. Er musste sich einen besseren Überblick über die Umgebung verschaffen, wenn er erfahren wollte, was genau die Degenerierten im Bahnhof trieben. Die neuen Begebenheiten kennenlernen. Das musste er, wenn er seine Fehler wieder gut machen wollte. Ein paar Tage später hatte Rolf das Sky Club Haus etwas nördlich des Hauptbahnhofes in Krähennest 1 umgetauft. Es gab bislang auch noch Krähennest 2 und Krähennest 3, vorerst. Allen Krähennestern war gemeinsam, dass er ihre Dächer erreichen konnte, ohne Gefahr zu laufen, vom Bahnhof aus gesehen zu werden. Er ging immer kurz vor der Morgendämmerung nach draußen. Um diese Zeit machte die Müdigkeit den Nachtpatrouillen am meisten zu schaffen. Da er in seinem Keller ohnehin keinen Tageslichtzyklus hatte, an dem er sich hätte orientieren können, fiel es ihm relativ leicht, sich an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Anfangs war er auch nicht lange draußen geblieben, immer nur lange genug, um eines der Krähennester auszukundschaften und Ausrüstung, ein paar Vorräte und Waffen auf dessen Dach zu deponieren. Dann hatte er sich noch vor Sonnenaufgang wieder in sein Versteck zurückgezogen. Heute wollte er das erste Mal den ganzen Tag draußen bleiben, um die Routinen der Degenerierten zu studieren. Um sich gegen die Kälte zu schützen, hatte er sich ein paar alte graue Wolldecken mitgenommen. 2 davon platzierte er doppellagig auf dem Boden, legte sich darauf und zog 2 weitere über sich. Das sollte reichen, hoffte er, als er das Fernglas auf den Bahnhof einstellte. Die Ruinen der Fenster seiner alten Heimat waren erleuchtet, was nahelegte, dass die neuen Herren die alte Infrastruktur aus Zelten und Feuerstellen übernommen hatten, die sich in der Halle des Bahnhofes mit der Zeit herauskristallisiert hatte. Unter ihm, auf dem Vorplatz, war wieder eine Patrouille unterwegs. Diesmal bestand sie aus 4 Degenerierten, deren Silhouetten sich dunkel von den mondbeschienenen Schneeresten abhoben. Viel gab es um diese Uhrzeit noch nicht zu sehen und Rolf versuchte noch ein wenig zu dösen, aber es wollte ihm nicht gelingen. Als die aufgehende Sonne das morbide Diorama auf dem Bahnhofsvorplatz dann endlich in zauberhaft funkelndes Winterlicht tauchte und den Anblick auf diese Weise noch viel schrecklicher machte, erfuhr Rolf endlich, woher die Schreie kamen. Sie führten den Delinquenten aus dem Haupteingang heraus. Es waren 8 von ihnen und Rolf war überrascht, dass sie so gut wie keine Waffen trugen. Diese Pisser fühlten sich viel zu sicher. Er justierte das Fernglas, um mehr Details erkennen zu können. Er kannte den Mann nicht, den sie in ihrer Mitte hatten. Es war kein Rotärmel und auch kein Degenerierter. Er nahm an, dass es sich um ein Mitglied irgendeiner der Gruppen handeln musste, die sich mit den Decks verbündet hatten. Er war stark unterernährt, von einer verdreckten Unterhose abgesehen, nackt und von Striemen, Wunden und Blutergüssen übersät. Aber das war es nicht, was Rolf seinen Griff um das Fernglas verstärken ließ, bis seine Finger zu krampfen begannen. Es war der Gesichtsausdruck des Mannes. Einen so leeren Menschen hatte Rolf noch nie gesehen. Da war nichts, gar nichts. Die Augen des Mannes bewegten sich keinen Millimeter, starrten einfach nur geradeaus, als sie ihn an den in obszönen Umarmungen gefrorenen Leichenskulpturen vorbeischubsten
und ihn vor dem zerschossenen Autowrack, auf dem sie den Körper des Hundemeisters als Siegesdenkmal aufgestellt hatten, in die Knie zwang. Jetzt konnte Rolf auch erkennen, was sie ihrem gefallenen Anführer an die Hand genäht hatten. Es war das, was noch von Iwans Kopf übrig war. Selbst im Tode lag noch der Zorn in dem einen, noch vorhandenen Auge des Russen. Rolf zoomte mit dem Fernglas ein wenig zurück. Ja, das war zu erwarten gewesen. Die toten Hunde, die die Degenerierten dem Hundemeister zur Seite gestellt hatten, hielten Iwans Arme und Beine in ihren Mäulern. Verdammte Schweine! Rolf schielte zu den beiden Sturmgewehren hinüber, die neben ihm auf dem Boden lagen. Nein, zu früh. 7 Degenerierte bildeten einen Halbkreis hinter dem willenlosen Delinquenten, und eine Frau, die sich in diesem Moment, wenn nicht als Befehlshaberin, dann doch zumindest als Truppführerin herauskristallisierte, baute sich vor ihm mit dem Rücken zu Rolf auf und versperrte ihm so die Sicht auf die ausgemergelte Gestalt. Sie zog eine unterarmlange Klinge und gestikulierte damit herum. Sie schien eine Art Rede zu halten oder ein Ritual zu vollziehen. Die Mitglieder der Patrouille kamen langsam heran und gesellten sich hinzu. Sie alle wirkten tatsächlich auf eine schwer zu beschreibende Art vergeistigt und verzückt in diesem seltsamen Augenblick der Ruhe. Für 1 oder 2 Minuten standen sie da, dann machte die Frau einen schnellen Schritt zur Seite und holte aus. Das Opfer, das Rolf in eben diesem Moment wieder sehen konnte, machte keine Anstalten, sich zu schützen, als die Klinge herabfuhr. Die Frau hatte Mühe, ihre Waffe aus der linken Schulter der mageren, jetzt endlich doch bestialisch schreienden Menschenhülle zu lösen. Aber sie schaffte es und schlug erneut zu, auf die andere Seite diesmal. Hätte man die Linien, die die Wunden in den Leib des Mannes gezeichnet hatten, verlängert, hätten sie einen V gebildet, dessen Striche sich am Bauchnabel getroffen hätten. Er schrie noch lauter, die Muskeln unter seiner geschundenen Haut zitterten. Aber immer noch kein Versuch zu fliehen. Die Frau holte erneut aus und die Schreie brachen ab. Rolf harrte noch den ganzen Tag in Krähennest 1 aus. Nach der Hinrichtung waren sie wieder in den Bahnhof gegangen, wobei sie die Leiche mitgenommen hatten. 2 Stunden später war die Patrouille von einer neuen abgelöst worden. Gegen Mittag kam eine Gruppe aus 2 Dutzend Degenerierten aus dem Haupteingang heraus. Da sie Handkarren bei sich führten und jeder von ihnen einen großen Rucksack und andere Taschen bei sich trug, ging Rolf davon aus, dass es sich um einen Plündertrupp handeln musste. Ihm fiel auf, dass sie sich nicht alle an das keine Schusswaffengebot hielten, das ihnen ihr Kardinal das Silber auferlegt hatte, denn manche von ihnen trugen Gewehre bei sich. Ob das diejenigen waren, die sie aus ihren Verbündeten rekrutiert hatten und es ihnen für den Moment noch durchgehen ließen, oder ob ihr Erfolg bei der Schlacht um den Bahnhof ihrer Haltung zu das Silvers Evangelium der neuen Welt hatte etwas lockerer werden lassen, konnte er nicht sagen. Nur, dass diese Tatsache seinen Plan erheblich erschweren konnte. Er zählte 6 Gewehre, 13 Bögen, 3 mit Wurfspeeren und noch ein paar ganz ohne sichtbare Distanzwaffen. Der Plündertrupp kehrte erst kurz vor Einbruch der Dunkelheit in den Bahnhof zurück. Ihre Beute war recht kläglich ausgefallen und 2 Mann fehlten. Vermutlich ein interner Disput. Das kam vor. Als die Nacht dann ganz hereinbrach, machte er sich auf den Rückweg in sein Versteck, wo er weiter über seinen Plan nachdachte. Der war höchst simpel. Man konnte ihn mit einem einzigen Wort beschreiben. Dezimieren. Er sagte es laut vor sich hin, als er sich unter seiner Decke auf dem Bett ausgestreckt hatte. Dezimieren. Dezimieren.
Dezimieren. Dezimieren. Es hörte sich gut an, dieses Wort. Der Plündertrupp war morgen als erstes an der Reihe, dann die Tunnel. Er durfte später die Tunnel nicht vergessen. Und er brauchte noch mehr Krähennester. Vielleicht auch ein paar Maulwurfsbauten. Bitte, bitte nicht, flehte die Frau, die bei ihrem Trupp nur als die Walküre bekannt gewesen war, als sie vor Cristiano kniete, der das Oberkommando über die heiligen Truppen in Frankfurt hatte. Bitte nicht bestrafen, wir hatten doch keine Chance. Es war wie bei den anderen in dieser Woche. Explosion, überall Nebel und Rauch, dann die Schüsse und eine Sekunde später lag die Hälfte meiner Leute tot oder sterbend am Boden. Dann wieder Schüsse und dann war er über uns. Esteban hat einen Speer nach ihm geworfen, aber er ist einfach abgeprallt. Er hat den Speer aufgehoben und Esteban damit durchbohrt. Esteban und dann die, die noch am Leben waren. Und was hast du getan, Walküre? Christianos Stimme war sanft und weich, aber Walküre wusste, dass das nur Show war. Cristiano war der übelste von allen und feige noch dazu. Die Schlacht um den Bahnhof hatte er aus sicherer Entfernung beobachtet, seinen Liebling, den Hundemann, vorgeschickt, und war erst aufgetaucht, als sie und die anderen alles gesichert und die Ungläubigen entweder getötet oder zusammengetrieben hatten. Es ärgerte Walküre, dass sie so einem Wichser Rede und Antwort stehen und vor ihm zittern musste. Aber sie hielt ihren Kopf gesenkt und ihren Blick auf den Boden gerichtet. »Ich habe mich totgestellt. Der Geist ist an mir vorbeigegangen. Ein riesiger Kerl.« Dann hat er Maurice und diesen neuen Gerhard erledigt, beide durch den Hals gestochen. Und dann war er wieder weg. Ich habe noch gewartet, um sicher zu sein, dass er wirklich nicht mehr da war. Dann bin ich sofort hierher zurückgerannt. Stille. Schließlich, das hast du gut gemacht. Cristiano überlegte einen weiteren Moment. »Ich werde dich nicht bestrafen. Du darfst aufstehen.« Die Erleichterung war Walküre anzusehen, obwohl sie versuchte, ihr Gesicht in eine gleichmütige Maske zu verwandeln. »Nimm dir neue Leute. Suche dir die Besten aus und bring mir diesen Geist. Fang an den Schauplätzen der Überfälle an. Der Kerl muss Spuren hinterlassen haben.« Walküre straffte sich. »Jawohl, Cristiano, danke. Das werde ich. Du kannst dich auf mich verlassen.« Sie nahm sich 5 neue Leute mit, welche von den Halben, wie sie hier genannt wurden, welche mit Gewehren und Pistolen, und 2 Ganze, die Halben in der Spur halten sollten, was diese Schiss bekämen. Cristiano blieb, von seinen beiden Leibwächtern beschützt, zurück in dem Zelt, das einmal der Iwan bewohnt hatte. Erst waren 2 Tunnel gesprengt und dadurch unbenutzbar gemacht worden, und jetzt dieser Überfall auf die Plündertruppe. Ein paar Patrouillen hatte es auch erwischt. Es hatte wirklich etwas Gespenstisches an sich, das Spiel, das dieser Kerl hier spielte. Wie ein Geist in einer Schauergeschichte schien er sich an den Ort seines Traumas gebunden zu fühlen. Wenn er die Schlacht irgendwie überlebt hatte, warum war er dann nicht einfach geflohen? Warum kam er jetzt hervorgekrochen und machte ihm Ärger? Keinen großen Ärger bisher, zugegeben, aber seine Angriffe waren doch wie schmerzhafte Wespenstiche. Sie machten ihn wütend. Cristiano trank einen Schluck Rotwein. Er hatte Wichtigeres zu tun. Die Umerziehung der Gefangenen musste vorangetrieben werden. Bald würde er über eine wirklich große Streitmacht verfügen. Daran konnten die lächerlichen Angriffe eines einzelnen Irren nichts ändern.
Falls nötig, würde er morgen noch mehr Leute aussenden und ihn jagen lassen. Jetzt aber war es erstmal an der Zeit, ein paar Seelen zu brechen. Er stand auf und verließ das Zelt, und seine Leibwächter folgten ihm. Rolf beobachtete von Krähennest 7 aus, wie sie sich der Sackgasse näherten, in die er die Mainzer Landstraße verwandelt hatte, indem er vom Mitterrandplatz her diverse Autos und sogar einen Kastenwagen herangeschafft und die Straße mit ihnen verstopft hatte. Es war überraschend einfach, ihre Wege zu lenken, und es funktionierte die meiste Zeit ziemlich gut. So ähnlich wie die Regalanordnungen in den Supermärkten damals. Sie lotsten die Menschen wie Lemminge durch die Reihen, und nur wenige waren dagegen immun oder sich dessen bewusst. So machte er es auch mit den Degenerierten. Natürlich würden sie die Fahrzeuge, mit denen er die Straßen und Gassen und bestimmte Läden und Eingänge versperrt hatte, in die er sie nicht gehen sehen wollte, überklettern können. Sogar relativ problemlos. Nur würden sie ohne Not gar nicht erst auf die Idee kommen, das zu tun. Meistens blieben sie brav innerhalb der Arena, die er für sie abgesteckt hatte, und die wenigen, die ihm entkamen, waren so verängstigt, dass sie keine Gefahr mehr darstellten. Er lächelte grimmig. In dieser Arena kannte er sich bestens aus. Er verließ Krähennest 7, um sich in eine bessere Position zu bringen. 2 Stockwerke nach unten, dann durch die Wohnung links, über den Balkon ins Nebengebäude, wieder im Treppenhaus nach unten, dann die Niederstraße überqueren und wieder hoch aufs Dach. Krähennest 9. Als er das Sturmgewehr aufnahm, das er dort deponiert hatte, und durch die Zieloptik schaute, ließ er sich noch einen Moment lang Zeit, um sie zu beobachten. Sie hatten sich um die Skulptur, die er für sie gebaut hatte, versammelt und schienen zu diskutieren. Die Rümpfe, Arme und Beine der toten Degenerierten bildeten das Wort Vergeltung. Er hatte kein Vergnügen dabei empfunden, seine Opfer auf diese Weise zu drapieren. Er wollte dem Trupp lediglich etwas geben, worüber er nachdenken konnte, für den Fall, dass er selbst etwas länger brauchen würde, um seine jetzige Position zu erreichen. Moralischer Terror. Ratlos und ängstlich schauten sie sich um, aber keiner dieser Idioten sah zu ihm hoch. Es waren schon weniger als beim letzten Mal. Er würde keine Nebelgranaten brauchen, auch wenn eine Handvoll von ihnen Schusswaffen trug. Er stellte den Wahlschalter auf vollautomatisches Feuer ein. Es würde schnell gehen. Einen würde er vorerst am Leben lassen. Diesmal nicht, damit er seinen Kumpanen vom Geist erzählen konnte, sondern um ihn zu befragen. Die Leichen wurden am nächsten Tag von einem neuen Trupp gefunden. Der Geist der Gleise hatte sie in der Kaiserstraße an Laternen aufgehängt. Jedem von ihnen hatte er ein Wort in die Stirn geschnitten. Der Truppführer buchstabierte mühsam. Christiano, du kommst auch noch auf die Schlachtbank. Furcht machte sich auf seinem Gesicht breit. Dann Horror, als er ein Geräusch hörte. Ein metallisches Klicken. Es kam von oben, von einem der Dächer. Dort lag Rolf und lächelte und dachte: Das Grauen und der moralische Terror sind deine Freunde. Falls es nicht so ist, sind sie deine gefürchteten Feinde. Colonel Walter E. Kurtz, Apocalypse Now.